Tag Leute, erstmal willkommen in meinem kleinen Ferienhaus. Ich habe ein Land gefunden, das so gar nicht nachhaltig ist, so überhaupt 0,0. Müsste ich mich eigentlich total wohlfühlen, tue ich auch tatsächlich. Aber Spaß beiseite, wir sind heute bei einem Gast in den Staaten, in einem wunderschönen Haus. Und heute zeige ich euch mal, warum Fische in ein Aquarium gehören und nicht immer nur grundsätzlich woanders hin. Aufs Video, komm rein. So, upsi. Eieiei. Kennst du dein eigenes Ferienhaus gar nicht? Ich kenne offensichtlich mein eigenes Haus nicht. Also, natürlich war ein Spaß. Mein, bei dem, was ich alles in meine Produkte reinstecke, ist das leider aktuell nicht wirklich drin. Wir sind zu Gast bei Andrew Sandler mit seinem Aquarium Polo Reef. Was ist so aktuell der heißeste Scheiß auf dieser Seite von dem ganzen Markt ist? Weil er halt was hingestellt hat in dieses Wohnzimmer, was man schon sagen muss, wirklich im Großen und Ganzen einzigartig ist. Es gibt große Becken, ja. Hier gibt es auch noch größere Aquarien, auch mit Korallen drin, ja. Aber in einer Zusammenstellung, in einem Wohnzimmer, so wie das jetzt hier nun zu sehen ist, das ist schon ziemlich einzigartig und wir wurden eingeladen, weil es heute darum geht, wie wir zusammen mit Avis, von Alex sitzt gerade sogar hier an der Seite, und wir mit unserem ICP und Chemie und auch ein bisschen das Korallenwachstum und das alles nochmal auf ein anderes Level zu heben. Und da sind wir eingeladen worden und sind wir natürlich auch gern gekommen, weil sowas auch mal zu sehen, habe ich auch nicht jeden Tag natürlich und freue mich da ganz besonders dabei und vor allem auch, dass Tobi uns begleitet hat. Mit Hängen und Würgen haben wir es dann doch hier hängen geschafft, aber wir sind da und jetzt gehen wir mal durch und Thema heute und jetzt für eins der Videos, warum so ein Becken Fische braucht, warum alle Aquarien Fische brauchen, sonst bräuchte man ja kein Aquarium. Scharf, ne? Ist doch ein richtig schönes Aquarium. Vor allem ganz spannend ist, wenn man es aufmacht, wird es echt lustig. Also das richtige Becken seht ihr hier hinten auf der anderen Seite. Ja, das hätten wir vielleicht heute Morgen noch ein bisschen was machen können, aber nein. Lass uns mal das Aquarium anschauen. Das Polo Reef hat circa, um mal grobe Daten zu nehmen, 80.000 Liter. Wird mit HQI und mit LED betrieben. Macht so ein bisschen seine eigene Wasseraufbereitung mit Salzen und verschiedenen Zusatzelementen, die sie hier reinmachen. Haben eine große Quarantänestation, eigene aufbauen und mittlerweile arbeiten 5 oder 6 Mitarbeiter für ihn. Sie machen Merchandising, sie haben Online-Shops, betreiben im Großen und Ganzen das Schaustück hier. Man kann es einfach mal kurz wirken lassen, denke ich. Also wir sind ja jetzt schon ein paar Stunden da, schauen uns das an. Besonders beeindruckend auch, weil es hier drin zum Teil absolut einmalige Fische gibt, also Hybride, auch von verschiedenen Kaiserfischen, aber auch Paare von Semilavatus oder mehrere davon. Aberrans, also zum Beispiel falsch oder fehlgefärbte gelbe Doktorhammer da drin, außergewöhnliche Lippfische, teilweise Tiere, die ich noch gar nicht gesehen habe, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, hä? Und natürlich Korallen. Zusammengebaut hat dieses ganze Riff, das besteht aus etwa 10 Tonnen Marco Rocks. Das sind, Marco Rocks ist so ein fossiles Gestein, vielleicht kannst du es mal unten, man sieht es hier eigentlich ganz gut im dunkleren Bereich drin. Wurde aufgebaut mit etwa 10 Tonnen und das Design vom Aquascape hat Joe Iuliano gemacht, den wir dann nächste Woche besuchen gehen, vom Long Island Aquarium. Kennen ihn schon sehr lange und hat ein außergewöhnlich gutes Händchen für den Betrieb von Großaquarien mit Korallen. Jetzt ist die Frage, warum geht es den Korallen hier drin so gut? Also es ist hauptsächlich mit SPS vollgestellt, ein paar wenige Gorgonien, Anemonen haben wir dann auch noch drin. LPS gibt es ebenso, ein paar Chalice, Goniopora habe ich vorhin hinten noch eine gesehen, aber in der Regel sind alles SPS-Becken. Und ein Grund dessen, warum es denen so gut geht, seht ihr hier rumschwimmen. Das sind nämlich die Fische hier. Hier haben wir ein schönes Futtereck, ist immer ganz toll auch zu sehen, wenn sie da jetzt ankommen. Super gesund, also man sieht es an einer tollen Körperform, Augen sind klar und auch das Verhalten, wie du siehst, unheimlich ruhig gelassen, wie die Fische hier durch die Gegend gehen. Ja, und was sehen wir hier? Doktorfische, Achilles, Nasos, all das, wo die Fischpolizei jetzt eine absolute Vollmacke kriegt. Und was soll ich sagen? Ich finde es total geil. Wenn ihr euch das mal anguckt, wie die Fische hier zusammenleben, hat es tatsächlich den Eindruck eines Riffs, ohne dass vorher ein Haufen Fischer durchgegangen sind.
die Korallen profitieren davon, wenn man es hier so toll sieht, wie die Fische immer wieder in die Korallen reingehen und dort auch die Nährstoffe abgeben. Jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt ein besonders seltener Zwergkaiser ist, ein Trigostegus, ein Personatus schwimmt hier noch irgendwo rum. Natürlich zeigen die Korallen hier tagsüber nicht immer unbedingt die absolut tollsten Polypen, so wie wir aus unseren kleinen Frag Tanks das zeigen, weil halt eben auch Fische drin sind, die an Korallen ein bisschen rumknabbern. Da aber die Becken vollgestellt sind mit Korallen und der Fischzusammenstellung eigentlich ganz cool gemacht ist, schauen wir hier zum Beispiel die Schule von den Zebrasomax anthurum jetzt, die da drin ist, siehst du, dass das ganze Verhalten über das Futter, über die Versorgung von dem Becken mit den Korallen, dass es hervorragend funktioniert. Ist es jetzt zu klein für so einen Dr. Fisch oder für so einen Naso? Ja, der kann natürlich 40 cm groß werden. Im Meer hätte er mehr Platz. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite fängt man solche Fische nicht unbedingt, oder auch der Flamingo hier, die werden nicht gefangen, weil sie fürs Aquarium erstmal vorgesehen sind. Sondern der Fischer entscheidet sich, ob er den jetzt fängt, damit er was zu essen hat, oder ob er ihn verkaufen kann, um sich Essen zu kaufen. Für den Fisch, der da gefangen worden ist, besteht also ehrlich gesagt die Frage eher, ob er gleich tot ist oder ob er die Möglichkeit hat, in einem Aquarium zu schwimmen. Jetzt möchte ich nur nicht, dass man mich prinzipiell falsch versteht. Ein paar werden es auf jeden Fall tun, weil sie so wollen. Der Fisch, wenn der wie ein Naso oder ein Doktorfisch in einem viel zu kleinen Becken gehalten wird, dann nennt man das schlichtweg und einfach Tierquälerei. Und die Grenze, ab wann es Tierquälerei ist und wann nicht und ob man überhaupt jeden Fisch unbedingt in das Aquarium stecken muss, das ist dabei nicht das Thema. Mir geht es um das Thema, dass man alles verbietet und verteufelt, obwohl es durchaus völlig in Ordnung ist, vor allem wenn wir mit Tieren zu tun haben, die in kleinen Revieren leben oder die, sagen wir mal, denen wichtiger ist, dass sie in ihrer Schule zusammen sind und Versteckmöglichkeiten haben. Oder ob man hingeht und sagt, okay, wenn wir diese Fischhaltung insofern machen in Aquarien, wie muss ich das machen? Wie sind in etwa die Standards? Was können wir aus unserer Sicht daran sehen, ob es jetzt nur Tierquälerei ist oder ein ordentliches Halten, wo die Tiere definitiv auch älter werden wie in der Natur? Dieses Thema, das immer wieder angesprochen wird, der Fisch soll da bleiben, wo er ist, das passiert da nicht. Das ist, das, glaube ich, irgendwie den Leuten nicht so ganz klar. Wenn der Fisch gefangen wird, dann ist es derjenige, der auch gefressen wird von einem schnellen Räuber. Die durchsetzungsfähigen, starken Tiere, die erkennen einen Fischer, wenn er mit dem Netz hinterher geht. Also wir fangen ein Stück weit schon die, sagen wir mal, naja, ja klar haben die Idioten erwischt, waren einfach nicht schnell genug und haben nicht aufgepasst. Das ist die Realität. Die Hälfte der Fische, die hier rumschwimmen, weit über die Hälfte, sind Speisefische. Es sind schlichtweg und einfach Speisefische. Habe ich selber schon gegessen, Kaninchenfisch zum Beispiel, super lecker. Einer der schmackhaftesten Fische, die es überhaupt gibt, wenn man sie frisch kriegt. Auch wenn sie dann schön groß sind, schön fett dann dran. Es sind Speisefische und sie werden zum Speisefischern auch gefangen. Das Coole für die Fischer da unten ist, dass sie deutlich mehr Geld dafür kriegen, wenn sie lebend verkaufen. Ja, wir transportieren den Fisch, das ist mir klar. Also ist für mich die Aufgabe, den Transport sicherzustellen, das ordentlich zu machen, sodass, wenn er dann schon den Weg geht, dass es dann ordentlich passiert. Und dass genug Wasser da ist, dass genug Schnelligkeit da ist und dass man auch die richtige Verpackung wählt, die richtigen Tüten, sodass man eben keine Ausfälle hat, wenn man solche Tiere macht. Das ist selbstverständlich. Auf jeden Fall, weil all das ist Tierquälerei und das würde ich nie gutheißen, in gar keinem Fall. Das da, was jetzt hier zum Beispiel passiert ist, auch in einem schönen Aquarium, wir können nachher mal rausgehen, hat er noch ein tolles, kleineres Aquarium, wo auch ein seltener Anthias drin ist. Und das ist wahrscheinlich alles blau hier schon, weil ja, es schon Nachmittag ist. Ja, ist jetzt alles blau, aber das ist ein schöner Noxkaiser zum Beispiel, einen außergewöhnlichen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber auch da ist wiederum, das Aquarium wurde im Grunde genommen für diese zwei, drei Fische gemacht. Wir haben noch schöne Ventralis-Anthias, wie ihr das seht. Das Becken wird speziell mit niedriger Temperatur gefahren. Einer meiner absoluten Favorites, muss ich dazu sagen. Also ein Tiefseebecken quasi. Ja, gut, ich habe mal die Temperatur runtergenommen, weil die Anthias das dann so mögen. Die Fütterung wird hinten, haben sie eine Küche, wo extra gemacht wird. Eine traumhafte Zusammenstellung von Korallen dazu. Siehst du zum Beispiel auch hier, das ist eine Acanthophyllia, die in ihrer Färbung wirklich außergewöhnlich selten ist. Top gepflegt, absolut. Für sowas bin ich immer zu haben. Weil das hat für mich mit Tierquälerei nichts zu tun, sondern mit verantwortungsvoller, ordentlicher Haltung. Und das geht in Amerika tatsächlich. Es wird gezeigt. Wir sehen immer nur so drüben, ja, die Amis machen dies und da drüben gucken wieder rein. Aber wenn man halt eben sieht, wie toll Falter Kaiserfische stehen und glaubt mal, es gibt nicht wenige Aquarien in diesen Häusern, die eine gewisse Größe haben, die, an denen
die Leute wirklich sehr viel Geld und Personal investieren, damit es ihren Tieren gut geht. Weil auch hier ist es so, dass ihnen an den Tieren was liegt. Das ist nicht nur zum Zeigen oder zum Machen. Und das möchte ich einfach mal auch hier wieder zeigen. Also für mich gehören Fische in ein Aquarium, ist auch völlig okay. Was nicht okay ist, ist Tierquälerei und reinstopfen und was weiß ich was. Aber das hat noch nie ein Aquarianer gemacht. Bei was für einer Größe von Aquarium, findest du, fangen wir an, Fische zu halten? Das ist natürlich jetzt hier die Superlative. Wie siehst du das Ganze so im normaleren Heimgebrauch? Also wenn ich zum Beispiel einen kleinen Trimmer habe oder eine Eviota, Zwergrundel, die Zeit ihres Lebens, der 7, 8 Monate, werden die alt, 12 Monate, sich an und um eine Koralle sich bewegen, kann das natürlich schon an oder um eine Koralle, wäre das der Raum, den eine Eviota tatsächlich benötigt. Sie wird auch in Natur, geht sie nicht weiter raus. Geht sie weiter raus, ist sie weg. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn er macht Schnapp. Habe ich jetzt natürlich mit Schwimmfreudigen, wenn wir jetzt rüberschauen, mal, wir können mal ums Becken rumgehen, wenn wir jetzt mit sehr schwingfreudigen Fischen wie den Nasedoktorfisch, Papageifisch, eine ganz tolle Süßlippe, Henjochus haben wir da, wir haben auch die Diamantschmetterlingsfische hier unten, sehr, sehr selten zu sehen, dann benötigen die natürlich irgendwo einen gewissen Raum. Da würde ich, mit solchen Fischen würde ich nie anfangen, unter 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Blättern überhaupt mal zu beginnen. Das ist klar, vor allem wenn es um die großen Nasus geht. Bei Zebrasoma ist meine Sache so ab 350, 400 Liter, 500 Liter. Aber die Gestaltung des Beckens ist halt auch wichtig. Wenn ich so eine norddeutsche Hafenmauer da reinbaue, dann ist das für einen Fisch eben kein Platz, sondern ich muss schon Strukturen schaffen. Was sie hier ganz toll gemacht haben, was wirklich, was man selten sieht und was einmalig ist, ist auch, dass schon von Grund auf in dieser ganzen Konstruktion, wie man hier sieht, sehr lange Wege gestaltet worden sind, bis hin zu einer Rückseite, an der Fische sich zurückziehen können. Ja, wo sie von oben abgedeckt werden, also einfach typisch, wie es in dem Riff auch gemacht ist, dass es Überhänge gibt, Unterhänge gibt, dass sie sich zurückziehen können in Höhlen, dass sie weg sind aus der Sicht der anderen. Das heißt, viel zu dieser Ruhe, wie die Fische hier schwimmen, in Ruhe zwischen den Korallen gehen können, hat was damit zu tun, wie die Struktur des Beckens aufgebaut ist. Ja, tolles Beispiel, die Anemonen hier oben, in der dürfte Radiantus sein, die Festnadeln. Ja. Man sieht eigentlich schon, das ist wirklich wie in der Natur stehen, es ist, steht on top oben drauf. Der Fisch, guck mal, wie der Anemonenfisch wirklich drin schwimmt und da bleibt er auch. Ob das Becken jetzt nochmal 20 Meter größer ist oder nicht, wird daran nichts ändern, dass er da nicht bleibt. Also wozu bräuchte ich es? Die Pflege von den Fischen über gutes Futter, tolles Wasser und auch die entsprechende Umgebung zu kreieren, das ist der springende Punkt. Wann ich eine Tierhaltung für adäquat erachte oder wann nicht. Ein Streitthema wird es immer sein. Für den einen ist es immer zu klein, für den anderen ist es immer zu groß. Das mag schon sein. Aber vielleicht muss man halt auch einfach sagen, wenn ich das halten möchte, das ist halt wie beim Hund und wie bei allem anderen auch, dann begebe ich mich eben auch in die Verantwortung, mich optimal um die Tiere zu kümmern. Das ist der springende Punkt, um den es geht. Und wenn ich mir halt eben, Gottes Namen, kein 2000 Liter Becken leisten kann, dann muss ich es halt lassen. Das ist das Problem heute. Dann kann man nicht sagen, kann ich mir nicht leisten, ist ja in Ordnung, ist ja nicht das Problem. Also hole ich das nicht, sondern hole mir ein Kaninchen. Aber da hat man komischerweise auch kein Problem, ein Kaninchen, das rumrennt, jetzt in so einen Käfig reinzupacken. Aber wenn es um einen Anemonenfisch geht, dann muss das Becken 10.000 Liter haben. Und da fehlt mir irgendwie so ein kleines bisschen der normale Menschenverstand. Guck mal da oben, wenn sie da jetzt rumrennen. Und auch hier siehst du mal, wie es in die Tiefe geht. Also wir haben auch Sand drin. Und wenn du mal die Torpedobarsche anguckst, also er hat wirklich alle Sorten von Torpedobarschen drin. Die, ich weiß nicht, wie sie lateinisch heißen, die Violetten. Oder auch die Blauköpfchen da. Da siehst du halt schon, dass die irgendwo so in 1-2 Meter Wasserhöhe hier rumschwimmen. Ne? Und nicht jetzt nur am Boden, wie man sie sonst in Aquarien kennt. Also das ist zum Beispiel so ein Fisch, wo ich halt einfach sage, der wiederum in einem normalen Becken extrem schwierig. Weil wenn der nachts mal unterwegs ist und der Stoff gibt, der heißt nicht umsonst Torpedobarsch, der schwimmt dann halt mal schön kurz weg. Insofern ist der für dieses Becken perfekt geeignet, ganz klar. Würde ich in einem normalen 500-Liter-Becken nicht halten. Aber schau dir jetzt mal die Anemonenfische an, verschiedene Antias oder auch, wie gesagt, die gelben Docks, wie sie ruhig rumschwimmen, da kann man schon mal welche zusammenhalten. Um das mal so ein bisschen auch mal so für insgesamt klarzustellen. Mir geht es prinzipiell nie darum, irgendjemand jetzt doof anzumachen oder auch hier rumzupöbeln.
Darum geht es gar nicht. Ich sage einfach nur direkt, was ich denke und was meine Meinung zu diesem Thema ist, dass ich halt auch eben aus Erfahrung spreche oder eben, wenn ich halt auch die Möglichkeit habe, in verschiedenen Aquarien, Großaquarien zu gehen oder auch viele Kunden zu haben, wo ich sehe, wie sie mit ihren Tieren umgehen. Daher spreche ich einfach aus Erfahrung. Es geht mir auch überhaupt nicht darum, so zu tun, als wenn alles okay ist, was auf dieser Welt passiert oder nicht. Das ist nicht der Fall. Überhaupt nicht. Ich will euch einfach mal zeigen, dass es durchaus auch okay ist und welche Folgen es hat, Tiere zu halten und dass die, die es ordentlich machen, auch kein schlechtes Gewissen haben brauchen. Das ist mir wichtig. Für diejenigen, die nur dazu da sind, dass sie die üblichen Phrasen hier hinsetzen, ja, kann man machen, man kann seine Meinung haben. Ich bin der Allerletzte, der was dagegen hat. Allerdings habe ich halt eben eine andere Meinung dazu und die habe ich aber aus Erfahrung, weil ich vor Ort war, weil ich selber eine Fischfangstation gemacht habe, daher weiß ich in der Regel schon ganz gut, wovon ich rede. Und da macht es keinen Sinn für mich, wenn Phrasen in meine Kommentare gegeben werden, die von Leuten kommen, die damit noch nie was zu tun hatten. Also, es ist für euch Aquarianer, das wollte ich euch einfach mal zeigen und außerhalb von dem, was so ein übliches Video aus der Ecke kommt. Und warum es mir wichtig ist, dass Fische in ein Aquarium kommen, aber wenn, dann adäquat und wie man es heute eben auch macht. Also, wir können Nachzuchten haben. Natürlich werden Nachzuchten bevorzugt. Das ist doch gar kein Thema, wenn man das kann. Ich finde es aber auch gut, wenn man Tiere herbringt und anfängt, sie zu züchten, an ihnen zu forschen, weiterzumachen. Und dann sind wir in 10, 20 Jahren so weit, wie heute die Süßwasseraquaristik ist. Weil ich erinnere mich noch an Zeiten, wo Diskuszucht die absolute Oberhärte war. Und jetzt? Jetzt fragt keiner mehr danach. Es ist total cool, seit 20 Jahren, jetzt werden zwar nur Wildfänge reingemacht, aber viel weniger. Und denkt dran, unsere Fischer und unsere Leute, die dafür sorgen, dass wir auch uns sowas sehen können, damit wir die Möglichkeit haben, sie hier zu sehen. Diese Menschen, die da arbeiten, die wir auch mal besuchen gehen, hier zusammen mit Tobi, an die sollten wir eben auch denken, dass die von etwas leben müssen und nicht nur dafür da sind, dass sie Korallen aus dem Riff reißen und sie dann nur beschimpft werden. Es ist ziemlich einfach, von hier oben da zu schimpfen und ihnen aber nicht die Möglichkeit geben, entsprechend zu arbeiten. Also plädiere ich dafür, dass wir schon noch Fische holen, dass wir aber versuchen, unseren Einfluss geltend zu machen, indem wir ihnen helfen, zu sagen, hey, die Fische sind gut, die Fische sind gut. Breites Programm, sodass nicht eine Fischart direkt draufgegangen wird. Und dann hat das ganze Ding auch eine für mich Nachhaltigkeit, ihr wisst, ich mag das Wort nicht, aber dann geht es wenigstens für mich in die richtige Richtung. Ansonsten hoffe ich, dass euch ein paar Bilder gefallen. Wir werden noch ein paar mehr Videos machen hier in den Staaten. Wir sind ganz unterwegs und da freue ich mich, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.